Ja, hoi, meine Freunde von heute. Es ist kalt, es ist Winter in Zelda und deswegen geht's heute weiter in Breath of the Wild. Im letzten Part sind wir hier oben auf den Berg gelandet. Und heute sehe ich da was Interessantes. Was ist das? Was ist das? Muss ich da mit einem Blitzpfeil gegenschießen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Alter, ist das riesig auch, ne? Haben ein Secret gefunden, Leute. Ein bisschen zu tief. Ich glaube, da kommt ein Schrein raus, ne? Ja, es ist ein Schrein. Sehr schön. Eine riesige Felswand mit Schrein gefunden. Kiha-U Schrein. Oder Kiha-U. So wie die Wii-U. Ach, wohl eher weniger. Gut, machen wir direkt. Hey, du hast das Rätsel gemeistert. Und zwar, indem du einen Elektropfeil geschossen hast. Und ja, ich weiß, ich habe den Dreifachbogen genommen. Warum? Weil ich Angst hatte, dass ich daneben schieße. Aber wir haben einen Schrein gefunden. Das ist immerhin gut. Also, es ist ein positiver Punkt. Kiaus Segen. Ach komm. Ich habe einen Witz gemacht damit, dass wir das Rätsel schon gelöst haben. All die Diamanten nehme ich gerne an. Gut, nächstes Zeichen. Dann war das doch ziemlich gut gelaufen eigentlich. So, Energie wieder vollgeladen. Ach, das ist eigentlich praktisch, dass die Energie wieder vollgeladen wird. Ne? Dann spare ich mir das Essen. Und ja, ich weiß, wahrscheinlich... Oh, wir haben 404 Edelsteine. Error 404. Wenn ich das Spiel jetzt abstürzen würde, wäre ich aber traurig. In der Theorie ist das Spiel eh schon seit Jahrzehnten an. Wann habe ich die erste Aufnahmesession in diesem Jahr begonnen? Ich weiß es nicht. Es war, nachdem ich in den Gerudo-Turm reingegangen bin. Also in den Titan. Ab da ist halt alles 2018er Aufnahmen. So. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Lange nicht fertig. Einmal hier hoch, bitte. Und dazu verschwende ich ruhig alle drei, weil die Dinger werden hier eh verdammt schnell aufgeladen. So. Nein, 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 nein. Ich würde mich wundern, wenn hier oben nichts ist. Außer Wölfe. Jetzt habe ich einen gefürchteten Double Kill. Schade. Aber ich habe beide getroffen. Immerhin. So, wir sind ganz oben. Aber hier oben ist nichts außer natürlich eine schöne weiße Landschaft. Eine schöne weiße und eine schöne weite Landschaft, ne? Schloss Hyrule. Wie es lebt und lebt. Kleine dreckige Ratte. Ich habe das eine Vieh schon mitgekriegt, aber das kam auf einmal mittendrin mit halt. 6 Herzen. Passt doch. Jetzt haben wir zwar ein bisschen die Angriffsenergie halt ein bisschen verballert, aber hey. Oh! Es ist eine Fake-Kiste.
Drecksack. Mit deinen Fake-Dingern. Ich würde gerne schon hier oben noch einen Schrein finden, damit ich jederzeit hier hochkomme. Halt, was ist das denn da oben? Oh, Junge! Mein großartiger Freund, der Minotaurus, ist auch hier. Alter, wie viel gibt's denn davon in dem Spiel? Also, wenn er mich nicht sieht, ist alles gut. Er kommt hier hin. Das ist der Zebra-Minotaurus. Ich dachte gerade, er hat mich erwischt. Geh weg. Ich will keinen Stress haben. Ich weiß genau, wenn ich dich angreife, sterbe ich. Ich will nur wissen, warum das so ein großes Schwert ist. Warum dann ein Exalfoss im Weg ist, also so ein gigantischer Exalfoss. Link, du hast einen Schild. Wenn ich B drücke und du machst nichts, kann ich auch nicht helfen. Okay, er will einfach nicht. So. Da ist ein Schwert. Gerudo Zweihänder. Und hier ist irgendwie so eine Anordnung, aber es sind nur ein paar Steine, ne? Hätte halt wirklich gerne oben hier noch einen Schrein gefunden. Fairer Vorteil. Fick dich, Arschloch. Du bist selber schuld. Du bist einfach selber schuld. Samifas Gebet wird natürlich jetzt auch abklingen. Jetzt haben alle Sachen Abklingzeiten. Ich werde nicht mehr. Ach Mensch. Da unten ist irgendwas. Da ist ein Schrein. Wo ist der etwa? Oh, der ist ziemlich weit hinten. Das ist schön. Es geht eigentlich nur um die Erkundung halt, ne, dass die angenehmer wird. Echt? Wäre ich nicht drauf gekommen, dass ein Schrein in der Nähe ist. Da verstecken sich zwei. Revalis Sturm ist bereit. Richtiger Moment, Revali. Dankeschön.
Rival ist gerade echt in den passenden Momenten zur Verfügung, ne? Oh, lass es bitte. Es sind wieder Wildbären, ne? Ich kann halt Wildbären kann ich einfach nicht gebrauchen. Machen die Wildbären eigentlich irgendeinen Effekt? Keine besonderen Effekte, klasse. Ich weiß, sie keine Effekte bieten, haben sie aber interessante Orte, wo sie wachsen halt, ne? So, irgendwo hier ist der Schrein. Den will ich noch finden. Dann raus aus dem Getümmel. Ach, da unten ist er. Warum bin ich hier hochgegangen, wenn der unten ist? Ich weiß es nicht. Kimakosasa-Schrein. Oh, Gott sei Dank. Ein weiterer Schrein. Das heißt, wir kriegen erstmal wieder Abkühlung. Puh. Eisschleim explodieren. Ja. In einer Kältewolke, wenn sie besiegt werden, nutze den Effekt, um Gegner in der Nähe einzufrieren. Das ist gar keine so schlechte Idee eigentlich. Oh je. Yeah. Und es ist Wasser auf dem Boden, ne? Ich habe irgendwie ein bisschen Respekt. Ich habe ein ganz großes Problem. Das sehe ich jetzt gerade erst. Moment, wir können doch. Geht nicht so viel. Können wir den auch ein... Ich weiß nicht, ob das eine kluge Idee ist. Eigentlich nicht. Wobei, eigentlich kann man es zum Vorteil nutzen. Nicht selber im Wasser stehen. So, da die Eger kaputt gegangen wäre. Der ist daneben gegangen. Egal. Au! Gut. Nahkampf nicht riskieren, ist gefährlich. Ich weiß nicht, warum ist keine Lebensanzeige gerade mehr da? So, aber wir haben echt praktische Waffen gerade da, ne?
Hallo? Warum nicht? Ernsthaft? Nein! Au! Ich wollte gerade ausweichen, aber ich habe den Knopf losgelassen. Schild, 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 Schild. So, oh Gott, das war volles Risiko. Rechter Schild, nice. Huh, was für eine geile Prüfung. Also, die lief aber echt gut, ne? Wächterlanze 20. Gar nicht mal so schlecht. Oh, eine 60er Waffe. Noch viel besser. Ich weiß, Masterschwert und da wegwerfen, weil das so schwach ist. Das war, nehmen wir zwei Händer weg. Wir haben eh genug zwei Händer bei uns. Und nehmen mal die Lanze mit, weil die Lanze ist schon hart. Und wir müssen unbedingt Essen machen, Leute. Es wird kein Weg dran vorbei. Oh Gott. So, hier erstmal wieder natürlich unsere Belohnung abholen. Es ist ein silberner Rubin. Okay. Das Zeichen der Bewährung ist eigentlich eine viel bessere Belohnung. Denn es hilft in 100% anstatt 100 Rubine. Aber ich muss zugeben, der Kampf war gar nicht mal so schwer, ne? Eigentlich, ich habe mich eigentlich ziemlich gut angestellt, finde ich. Ich habe die ganze Zeit versucht, halt diese leeren Dinge, die ich ja im letzten, oder im vorletzten, oder wann auch immer gelernt habe vor kurzem in dieser Aufnahmesession, halt diesen Ausweichen zur Seite habe ich die ganze Zeit versucht, aber irgendwie, ja, klappt nicht so ganz, wenn der Gegner halt kämpft. Irgendwie hat es ja bei den Endboss am meisten geholfen bisher auch. Ich meine, ich habe das Ausweichen auch bisher nicht möglich nötig gehabt. So, da ist ein Schrein, da ist ein Schrein. Wir haben eigentlich genug, um zu sagen, von wegen, wir sind hier erstmal sicher. Und haben, ey, unsere Schreinausbeute geht echt über die ganze Karte, ne? Das ist echt gut. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zum Stall der Orni. Denn da gibt es auf jeden Fall was zum Kochen. Und dann werden wir uns erstmal wieder auffüllen. Und dann gucken wir einfach weiter, ob wir irgendwo eine Schreine finden. Der verbesserte Shika-Sensor. Wir sollten aber wirklich auch zu dem, Dings, zu der Kleinen gehen, die uns damals den Shika-Sensor gegeben. Nee, warte. Die hat uns die Kamera gegeben. Aber vielleicht kann sie den Shika-Sensor verbessern. Nee, Moment, den Sensor hat sie uns, glaube ich, gegeben, ne? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Ich bin halt echt unsicher gerade. So, unten ist der Reiterhof. So, Hitzeschutz brauchen wir natürlich jetzt nicht, weil... Hallo? Oder da ist ein Krog. Hallo, Krog. So, einmal hinten hin. Sollte von der Ausdauer ja aushalten, ne? Ausreichen, ja. Ach, das Dorf der Orni. Da oben ist noch der große Titan. Der einfachste von allen. So. Ich habe beschlossen, übrigens ab Part 100 werden wir die ganzen Nebenquests mal ansprechen nebenbei. Weil, ja, Wildbeeren. Brauch keine Wildbeeren, ich brauche Pfirsiche. Pfirsiche sage ich schon. Chili. Chili Vanilli. Curryreis. Nachts wird es wirklich furchtbar kalt. Jetzt was richtig Scharfes und Reis. Mal überlegen, jetzt weiß ich's. Ich habe Hunger auf Curryreis. Ich habe zwar Curryreis, den man braucht, um Curryreis zu kochen, aber das Goronengewürz ist mir ausgegangen.
Okay. Gut, wir sollen wohl Gewürz finden. Eine kleine Nebenquest können wir mal. Wir können einfach mal die Nebenquest. Was heißt ja, Level 100 nehmen wir. Part 100 nehmen wir die an. Wir nehmen die einfach mal jetzt an. Warum einfach diese unnötige Warterei? So, ein schöner Lachs mit Beeren. Gibt uns leckeren, volle Heilung. Plus 4 Herzen. Lachsrübe in die Hand. Jetzt müssen wir was rausfinden. Und zwar Luxuswild. 3 Stück. Ah, komm, 4 Stück. Was passiert jetzt genau? Okay, es zählt wirklich nur die Maxidorian. Schade eigentlich. Ich hab jetzt gedacht, irgendwie, da rechnet das irgendwie anders. Ja gut, aber wir können eh viel Herzen gebrauchen, einfach nur. Weil, ja, wir sind mega stark geworden mittlerweile. So. In die Hand. 2 Eier. Dazu Tabantaweizen und ein bisschen Butter. Omelette. 11 Herzen. Geil. Ich will noch ein Omelette machen. So, komm. Diesmal 3 Eier. Kommt auch selber hinaus. Und dann möchte ich was Perverses machen. Weil links ist ein kleiner ekelhafter Sack. Hier, Butter. Schade. Das ist Reis. Oh, Pilze. Pilzspieß. Nice. Wir können sortieren. So. Oh, hier, wir haben voll viel Wild. Hier, ein Fleischteller. Oder Fleischspieß in dem Fall, ne? Oh, 15 Herzen. Richtig OP. Schwertbanane. Alter, das heilt echt ordentlich. So, ein Trüffel mit Butter. Maxi-Spieß. Speedy Gonzales essen. Spurtwildgemüse, das Level 2 ist. Davon kochen wir uns jetzt 3 Stück einfach mal. So auch ordentlich vorankommen. So. Jetzt frage ich mich natürlich. Mal 2 Salz und das tun wir zu lecker. Ja, zu was? Zu lecker Beeren. Hier, Salz mit Beeren. Wie haben wir jetzt eigentlich? Ja, außer die dubiose, perverse Matsche eigentlich. Wir haben erstmal genug. So, den Topfdeckel will ich gar nicht haben. Wegwerfen. So, unsere Reise geht weiter. Oh, ich meine, ich wollte eigentlich in die Hand machen. So, unsere Reise geht weiter und wir werden einfach mal in die Richtung gehen. Ach, bevor wir in die Richtung gehen, der Terry-Händler müsste doch hier irgendwo sein, ne? Ich glaube schon. Terry. Oh. Gib mir deine Berries. Lecker Berries. Nicht Berries wie lecker, sondern die Währung in One Piece. Berries. So. Ich werfe mal alles her. Ja. Dankeschön. Das war's auch schon. Mehr brauche ich nicht. Denn Pfeile kann ich immer gut gebrauchen. So. Waren wir hier eigentlich schon mal? Ich weiß es nicht. Also hier den Weg lang gelaufen. Kommt mir so bekannt vor. Hier sind auf jeden Fall diese komischen Gebüschtypen.
Ich will die haben! Das ist eine Fee! Ich will noch ein paar Erz abstauben. Ist nur Bernstein, aber egal. Und Feuerstein. Ich weiß gar nicht, wo das Ding herkam. Ich habe die falschen Pfeile. Oh, die Tür klingelt. Ein Moment. So. Da klingelt es an der Tür. Wir könnten mal die Kleidung wieder wechseln, weil... Ja. Wir laufen die ganze Zeit mit der schwachen Sache rum. Ach, genau. Komm her, du bist Essen. Du bist Essen. Dankeschön. Ah, nur eins, du bist ein richtig geistiges Tier. Deine andere Familie hatte mir mehr Essen gegeben. Das ist voll uncool von dir. So, irgendwo hier soll doch ein Schrein sein angeblich. Und zwar glaube ich ja in dem Fall, das ist zwar jetzt nur eine Theorie, aber ich habe hier letztens irgendwo was gesehen auf dem Boden. Das ist jetzt auch wieder ein paar Parts her, aber ich glaube, das hat irgendwas mit dem Schrein zu tun. Und zwar das Ding da hinten. Das können wir nicht mit Magneten hochholen oder so, ne? Das Teil hier. Ich glaube, das ist ein Schrein. Aber ich bin mir nicht sicher. Lass mal gucken. Vielleicht klappt das ja... Vielleicht klappt das ja wie beim anderen Ding. Ich habe große Blubs rausgeholt. Das ist uncool. Das wollte ich gar nicht. Gut, reisen wir einfach mal weiter. Keine Lust auf den Kampf. Ob hier irgendwo noch mehr Schreine sind? Ich meine... Wir müssen mal die Karte angucken. Wir sitzen hier im, ja, fast westlichsten Gebiet vom Hyrule, jetzt mit Ausnahme von hier unten, wo ja auch dieser kleine Übergang hier ist. Müssen wir auch mal gucken. Und hier ist nichts. Vielleicht hier am Ende des Weges. Das wird's sein. Hehe. Oder da ist irgendwas Großes. Ach! Den geht's aber gut. In den Po. Hallo. Oronini See Süd. Okay. Na, lass mich in Ruhe. Die sind echt keine Herausforderung. Also bis auf den einen, der mich die ganze Zeit platt gesetzt hat, ist das echt langweilig eigentlich, diese kleinen Kämpfe. Es ist irgendwie immer dasselbe. Lass mich in Ruhe. Er hatte mich nicht getroffen. Und trotzdem bin ich gemauert. Mist. die Kämpfe sind einfach. Ach Gott, ey. Ekelhafter Vorführeffekt. Lande ich wieder davor? Ja, ich lande wieder davor. Das ist wenigstens angenehm. Wir können es, glaube ich, auch angenehm machen. Bombenpfeile. So. So ein Bombenpfeil im Auge tut schon ganz besonders weh. Huch. Der war länger gestunt als geplant. Beim nächsten Mal war er gar nicht gestunt. Na komm, mach dein Auge frei. Für mich, damit du dich wieder hinsetzen kannst. Und das war's. Tschö. Gib mir dein Loot. Und deine Waffen, die ich nicht aufheben kann, wenn mein Inventar voll ist. Lecker. So. Gibt's hier sonst was? Da ist ein Bogen. Oh, ein Königsbogen. Nett. Dann sollen wir die anderen Pfeile ausrüsten. Danke. Und hier ist sonst nichts außer der Hinox? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
Oh, jetzt ist dieses X da auf der Karte. Schrecklich. Ob jemals eine Aufnahme-Session kommen wird, wo ich nicht sterben werde. Das kannst du mir in die Zukunft sagen. Hier ist noch ein bisschen Erz. Nehme ich auch gerne mit. Aber auch nur Billigerz, irgendwas wir tausendmal im Inventar schon haben. Nicht klettern. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Sie sind alle ein bisschen zu spät, um mir zu helfen. Vorm Hinox wäre besser gewesen als danach. Rival ist auch nur noch ein Viertel, das ist ja eh schnell gemacht. Und Mifa, ja okay. Und Abgrund. Abgrund böse. Aber ich kann runterklettern, weil... Wer wollte nicht schon immer den ewigen Abgrund besuchen? Hihi. Ich nicht. Ja gut, eigentlich habe ich gedacht, dass hier irgendwas noch zu sehen ist, aber irgendwie finde ich doch nichts. Rivalis Sturm ist bereit. Ja, immer noch zu spät, Rivali. Ich habe es dir doch gesagt. Gut, Leute, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir das nächste Mal weiter. Und dann... Werden wir, glaube ich, mal weiter. Einfach, wir werden einfach mal kommen. Wir machen einfach mal weiter den Westen. Wir gehen über die Hebra-Westspitze. Bergfuß der Erstarrung. Irgendwie ist ein Gefühl, wir brauchen da mehr Energie, als ich denke. Oder eher gesagt, mehr Eisfutter. Und ich finde einfach keine Chili-Bär mehr. Über die Hebra-Nordspitze und dann gehen wir einfach mal wieder rum, bis wir. Hä? Ach, das ist aber echt ein weiter Weg, ne? Bis wir halt hier oben beim Shagema-Schrein wieder ankommen und dann. Gucken wir einfach mal weiter, was wir alles finden. Und bis dahin würde ich sagen, Leute, danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part. Und Masa la Vista, Baby.